Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was mache ich wohl mit diesem Gerät hier in der Hand? Wisst ihr, was das ist? Ja, oder? Ein Stretchfolien-Abroller. Udo, schöne Grüße und vielen Dank an dich. Der hat das Ding nämlich in seiner Firma nicht mehr gebraucht. Und hat gesagt, hier, hast du Bock, brauchst du das? Ursprünglich war das, hat er mir das geschickt als Halterung für dass ich auf die Holztrommel, um damit quasi das Netz einzuhaken. Und dann hatte ich ja sowas als Vorbereitung. Das fand ich aber zu schade. Und deswegen habe ich mir das selber gebaut an einer Holztrommel und habe das Ding jetzt quasi für den Zweck, wo es auch für gebaut wurde. Naja, nun stehe ich hier mit der Folie vor der Gitterbox. Was machen wir damit? Einwickeln. Ihr wisst ja, eingepackt hält sowas länger. Ne? Das kennt man ja auch von der Wurst und Aufschnitt. Deswegen foliert man das dann gerne mal ein. Dann hält das auch einen Moment. Nein, natürlich nicht. Und zwar habe ich da eine Idee. Wir holen nämlich jetzt von meinem Vater Hackschnitzel. Die er nicht mehr braucht. Zweite Wahl quasi. Weil im Hühnerstall ist richtige Matschepampe. Und ist richtig schlecht. Und die Hühner laufen nur noch auf Matsch rum. Und das gefällt mir nicht. Zumindest den halben Tag. Jetzt die Nachmittage sind sehr frei, aber halt die Vormittage nicht. Und mein Vater weiß ich, dass er Hackschnitzel hat, die auch schon eine Zeit lang da liegen. Habe ihn gefragt, jo, sagt er, kannst du kriegen, sauber. Und dann hatte er die Idee, pack das doch in eine Gitterbox, die Hackschnitzel, und dann kannst du den mit deinem Kistendrehgerät einfach da reinkippen. Ja. Ich so, geil, fällt dabei bestimmt raus. Nö, wenn du es stammst oder so, dann geht es bestimmt. Ich so, weißt du was, dann machen wir Stretchfolie drum zu, dann passt es. Oh ja, super. Also man hat mir quasi beide eine Kombinationsidee. Und da gucken wir jetzt, ob das klappt. Ne? So eine Stretchfolie drüber und dann passt das. Ich habe drei Kisten, die dafür geeignet sind. Weil du musst ja immer unten diese die Planken drunter haben, damit du nicht, wenn du die Kiste drehst, dann kippt ja alles raus. Das willst du natürlich nicht. Die hier zum Beispiel hat keine. Da geht das nicht mit. Aber mit den beiden und mit der geht das. Die foliere ich jetzt auch noch ein. Also die anderen beiden foliere ich jetzt noch ein. Dann kommen die auf den Anhänger. Ich weiß gar nicht, ob ich drei hintereinander kriege oder nur zwei. Zur Not muss ich eine auf den Pickup laden. Das sehen wir gleich. Ich foliere erstmal ein bisschen. Mist, Anhänger zu klein. 20 cm. Oder kann ich hier vorne noch? Oh jo, ich kann hier vorne noch. Noch ärgerlicher, Anhänger zu klein. Um 6 cm oder keine Ahnung. Scheiße. Ja gut, ich kann hier vorne die Klappe aufmachen. Lass die rüber gucken ein bisschen. Und mach hinten dann die Klappe zu. Ist mir lieber, als wenn hinten die Klappe dann ganz weg ist. So, passt doch. Vorne ist jetzt auf. Jetzt noch Gurte rüber. Ich hätte letztens auch auf dem Anhänger, auf dem Auto packen können, aber dann hätte ich den wieder abkuppeln müssen da hinten und so. Ich habe jetzt auch keine Lust zu. Gurte rüber, auf geht's. Wie gesagt, ich bin am Überlegen, ob ich nicht irgendwann mal einen Kipper haben möchte. Also ich möchte schon gerne einen haben, aber die kosten. Ich habe jetzt gefunden, welche für 7,5, 8,5 mit Laubgitter, Rampen und E-Pumpe. Und ich wollte gerne 3,5 Tonner haben fürs Auto halt, ne? Und dann, weiß nicht, 3,80, 3,60 lang und dann 1,70, 1,80 breit. Hatte ich so gedacht, ne? Dann kannst du auch hier Hoflader mal mitnehmen und so. Und Holz fahren und so, Brennholz fahren und IBC-Container und allen drum und dran und Hoflader und ach, hör auf. Kannst du alles mit holen und fahren, ne? 3,5 Tonner, dann hast du irgendwie 2,7
oder 2,6 Zuladung, das ist schon cool. So, hier Anhänger dahinter, auf geht's. Angekommen und mein Bruder belegt gerade schon mal die Gitterboxen. Moin Jungs, wo geht's denn? Dann gucken, ob das hier noch ein bisschen runter muss. Meinst nicht? Ich kann auch den Gurt abmachen, aber das soll wohl so gehen. Ja, das andere an die Mauer. Dich? Ja. Wieso? Ja, das ist sicher. Ja? Ja. Ich sage, ich kann ja nicht mehr gebraucht. Guten Abend, sagt er mir. Geht schlechter vor. Ja, guten Abend, Programm. Ah. Oder nur blind. Ich doch. Ich stelle mir den hier in den Dörfern. Da hat er ihn das genannt. Also erstmal nach Hause gefahren? Ja, ich biete voll. Ja. Ja, los. So, ja. Und dann hier. Ja. Gucken Sie. Anhänger auf der Tür, ich sehe, der war jetzt in hin, wir waren auf neue Reifen. Ich habe den. Ja. Ja. Führerschein, ich sehe Führerschein, also zu Hause nicht gefahren. Ja. Wo müssen wir ganz hin? Ich sage noch 100 Meter weiter, ja. Sei achter Hand. Ja. Ne? Ja. Hier, Führerschein Biest. Und grau lag natürlich, ne? Und da war alle nicht. Da konnte ich nichts mit anfangen mit Führerscheinklasse. 1, 2, 3 und 4. Nee? Nee. Da gibt's doch alle. 4. Das kenne ich nicht, kommst du früher Trecker mitfahren. Ja. Ne? Und große Muppe, ne, kenne ich. War ja in Ordnung, ganz nett. Ne? Ja, das ist mündliche Verwarnung, das ist jetzt weiter. Und was hast du, wieso was hast du ausgefressen? Kein Gurt rum, oder? Kein Gurt rum. Und keine Schotten drin und so. Ich sehe an dir, Johannes, ich sehe jetzt vorne so mit. Ja. Weißt du, wie du das ist? Ja, sicher. Ja. Oh Mann, ja, siehst du. Ja, aber ich leuchte. Ja. Ja, anschließen. Hey, anschließen. Die Stunde habe ich hier kontrolliert. Ja, ich war vorhin. Habe ich Gurten und Thomas. Ich habe so einen Mann. Das ist unser Dorf. Ja. Ja. Geil. Oh, da geht doch gut. Ja? Das ist nass, Mann. Ja, gewaltig. Gott. Hier ist... Amazonas drauf, du. Ja. Katastrophe, du. Ja. Und da willst du nicht drüber laufen, oder was? Ja. Aber hier kannst du hin. Ja. Nach ein Jahr. Am Boden noch wieder. Aber zu. Ja, das ist so. Das vergeht so schnell. Gerade dieses Zeug, dieses Tuja-Zeug, das ist ja nicht viel. Für meine Hühner reicht das. Vielleicht haben wir zum TÜV gewesen, Johannes, heute Mittag schnell. Die Dörr kommt. Nee? Hier. Spurstangenköpfe. Der Kubota, der große? Ja, der große. Ich weiß gar nicht, wie viel. Der ist ewig im Urzeit noch bei dem. Wo ich treffen geworden bin. Ja. Und war da nur 200.000 Stunden. Ja, sieht Johannes, kann ja nicht sein. Ja, sagt er, rauf, Bock. Platz. Nee. Ach, die bocken die richtig auf, die Trecks. Ja, bocken die auch vorne und hat Zufall oder so und dann pumpen die dann hoch und dann ziehen die und hier und da Johannes oder da. Ja, das sag ich ja, die haben Platz. Ja. Ah, ist so, aber was kosten die? Ich hab eben schnell geguckt, irgendwie 220 Euro. Oder? Pro Seite oder was? Jupp. Oh. Ich mach's selber? Hab ich da nochmal gemacht. Berg's mal? Ja, ich bin noch nicht. Ah. Ja. Ja. Bist du beim Mann? Bei meinem ja. Das ist eine gute Arbeit. Bei meinem nicht, ich weiß nicht, wie das hier ist. Muss, die Umdrehung muss zählen, weil beim Raufschrauben. Hast du Spurschieben? Die gibt es irgendwie ganz komplett. Ach so. Okay. Ja. Musst du da mal gucken, was da los ist. Ich weiß nicht, wie viele von dem verstehen konntet. Auf jeden Fall
hat er Spurstangenköpfe. Ist durch den TÜV gefallen. Und jetzt hat er wohl irgendwie Spurstangenköpfe kaputt. Rechts und links. Die drückst du so in den Boden. Musst flach nehmen. Lenk mal. Mach mal so hin und her. Ja, siehst du auch. Satt sogar. Ja, die haben ordentlich Spiel, du. Willst mal gucken? Vorne am Kopf, ne? Ja, hab ich auch schon gedacht. Hier, was ist der gewaltig lose? Fett rein. Normal geht immer fett. Hast du immer ein Fett für die Dinger? Ohne Siege. Muss man andersrum lenken dafür, ne? So, jetzt. Aha. Ja. Ich weiß nicht, ob man das sehen konnte, aber die haben halt Spiel, ne? Die haben Spiel, ne? 2.500 Stunden und 5 Jahre, oder wie alt ist das Ding jetzt? 6? 8 Jahre. Ja gut, Spurstangenköpfe. Und dann als Frontlader-Schlepper, die kriegen ja auch immer Dunst, ne? 2.700. Und 2.700 Stunden und 240 Euro kostet einer, ne? Ja, und dann schraubst du ja hier, die schraubst du hier raus quasi, aus dem Gewinde, und dann schraubst du die neuen da rein. Du nimmst den Kopf hier ab. Dann musst du so einen speziellen Schlüssel haben, oder nicht? So eine Gabel. Ja, die habe ich. Die hast du? Ja, die habe ich. Die Gabel habe ich, und dann müssen wir hier gegen kontern, da also gegenhalten und dann lösen, wa? Und dann musst du die Gewindegänge zählen, dass du den wieder richtig in der Spur hast. Na, das können wir aber selber machen. Muss bestellen. Handbremse irgendwie was zu jammern. Handbremse? Wer braucht die denn? Wir sind doch aus Friesland. Nee, ich merke das wohl. Du hast auch zu viel Gerümpel hier rumstehen. Ein Kipper wollen wir jetzt verkaufen. Ein Kipper. Ja, gekauft, zurecht gemacht. Warte mal, denn die verstehen dich, glaube ich, nicht, wenn der Barra so brüllt. Opa, wir machen eine Einachser-Weihnachtsverlosung. Was hältst du da denn von? Einachser-Weihnachtsverlosung. Ja, für einen guten Zweck verlosen wir einen Haufen Einachser. Wer dann nächstes? Wir haben keine Abzüge, die werden gebraucht. Werden alle gebraucht. Das sieht aus wie bei so einem Kleingerätehandel. Die mehren sich wie die Kaninchen. Ja, die und Viecher. Den musst du noch mit denen. Die gute Fan-Karre. Ja. Ist immer einer zu nicht kastriert, ne? Ja, das ist, wenn man die Dinger nicht kastriert. Ja, so, du hast aber einen hier Kipper zu verkaufen. Ja. Was für einen Kipper hast du zu verkaufen? Was denn? Was für einen Kipper hast du zu verkaufen und was soll der kosten? Was die kosten soll? Ja. Oh, ne, wo war's? Die Kippe? 1, 2, wa? Bist du ordentlich? 1200 Euro? Ein Kipper? Wenn du damit hinkommst. Die hat der Wahl geholt. Will ich? Ja. Zeig mal das gute Stück. Nee, die schade nicht. Ach, da steht. Ach, ist das der eine, wo wir da drum zugelaufen sind? Hier, wo das so nach Ratten. Gestrichen hat. Was, wo das so nach Ratten stinkt. Ja, der stand hier doch, ob das so sieht. Ja, genau. Hab ich ja Holz nur gemacht. Und den willst du für 1200 Euro verschenken? Der Lack ist offen. Meine Wege können wir ja verlosen, das ist mir egal. Oh! Hier, ich probiere mein Glück mal mit dem Kistendrehgerät, ob das funktioniert. Bin mal gespannt. Gut. Ja, danke schön. What you need, wa? Ja, es kommt ja immer anders, als man denkt, ne? Der Anhänger steht da hinten. Und jetzt hier rief gerade der Sandlieferant an. Sagte hier, ich hatte Sand bestellt, ne? 7 Kubik. Bisschen viel, glaube ich. 7 Kubik Sand.
Rea wollte da gerne Sand drauf haben und da machen wir das auch. Aber ja, nur so eine Sandschicht, ne? Eine dünne. So, aber für 2 Kubik fahren lohnt sich auch nicht. Ne? Die Lieferung ist immer die gleiche. Und da geht okay, Füllsand kannst du auch eigentlich immer gebrauchen. Wir haben noch ein paar Stellen, wo wir Füllsand auffüllen wollen. Da machen wir das gleich zusammen. So, nun hier kommt jetzt gleich der Sandmann. Der Sandmann kommt. Und ich weiß gar nicht, wo ich es lasse jetzt, den Sand. Ich weiß echt nicht, wo ich das lasse. Auf dem Schotterplatz macht natürlich gar keinen Sinn. Es muss auf Pflasterstein, damit ich es vernünftig abschieben kann, vernünftig abfegen kann. Sonst habe ich das ja wieder mit Schotter gemischt. Und auch nicht auf Erde und auch nicht auf Gras. Also muss es quasi hier hingekippt werden. Und hoffe ich mal, dass er hier rückwärts hinkommt. Ich habe schon gesagt, ich habe eine enge Auffahrt. Vorne schwierig, aber gut, vielleicht ist es ein guter Fahrer. Da wollen wir mal gucken. Er fährt hier rückwärts hoch, dann hoffe ich. Und kippt mir das dann, wenn es geht, hier ab vor der Tür. Dann werde ich das anschließend mit dem Hoflader ein bisschen aufschieben vielleicht. Und dann werde ich dann einen Teil hiervon hier verteilen. Muss vorher natürlich die grobe Erdschicht ab. Ne? Also zumindest mal das, was locker ist, muss ich vorher abschieben. Und dann kann da ein bisschen Sand drauf. Ne? Dann wird das ein bisschen trockener vielleicht auch. Wobei, da geht es eigentlich. So, naja, okay. Dann warten wir erstmal, bis der LKW kommt. Das ist erstmal egal. Das heißt, wir laden jetzt erstmal den Anhänger ab und gucken mal, ob das klappt mit unserem Kistendrehen. Da kommt der LKW schon. Einige brechen sich einen ab, mein Lieber, mit einem kleinen 7,5-Tonner hier reinzukommen. Und er macht das einfach mal mit einem Dreiachser. Ne? Das ist halt der Unterschied zwischen den Fahrern. Ich meine, ich selber darf nichts dazu sagen. Ich kann kein LKW fahren, aber ja, als Kunde kriegt man schon mit, dass es da Unterschiede gibt. Da fährt er wieder weg. Firma Wendelink. Da muss ich mal sagen, also wirklich Lob und Anerkennung, das ging unkompliziert, mein Lieber. Ich habe da gestern Abend angerufen und dann rief er heute Morgen an, ja hier, nee, ich kann jetzt schon, wenn du willst, kann ich machen. Ja, geil. Ja, 7 Kubik, allerfeinster Sand hier, ne? Kannst du mal nichts sagen. Und vor allen Dingen, ohne, er sagte gerade, nö, das ist gar kein Problem hier, da kannst du ruhig, das ist gar kein Stress. Ja. Weißt du, dann weiß ich ja, wo ich das nächste Mal wieder anrufe, weil das einfach unkompliziert geht. Finde ich gut. Geil, 7 Kubik hat er mir schon hingekippt. Ich kann trotzdem noch mit dem Auto rum zu. Vorne schönen spitzen Haufen. Ich habe jetzt gedacht, dass das hier weiter auseinander ist, aber das war gar kein Stress. Ja, das ist doch wunderbar. Können wir die Autos noch umzuparken? Dann habe ich noch ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten. Weißt du, dann muss es nicht gleich sofort gehen. Ne? So, ich bin jetzt übrigens gerade dabei. Habt ihr noch gar nicht gesehen. Ich habe die Kisten abgeladen. Und ich bin jetzt gerade dabei, das Kistendrehgerät anzuschließen. Dafür muss ich jetzt aber sowieso das Gerät ausschalten. Habe ich euch ja schon mal gezeigt. Wegen hier drucklos, ne? So, dann machst du Zündung an. Oh, falscher Knopf. So, und dann kannst du hier die Schläuche drucklos machen damit. Und jetzt kannst du quasi die Anschlüsse machen. Ich bin immer noch sehr, sehr zufrieden mit meiner Aufnahme, ne? Allerdings noch nicht getestet groß. Ob funktioniert, weiß ich nicht, aber gut aussehen tut es schon mal. Ah, herrlich. So. Oh ja, und wo wir gerade dabei sind, schrieben auch viele, ja, das ganze Zeug hier darf so nicht draußen rumstehen, ne? Hier, das hier und so. Das ist nicht gut. Nee, habt ihr auch recht, das kostet ja auch alles viel Geld. Nur muss man dazu sagen, fairerweise, meistens stehen ja solche Anbaugeräte draußen. Ne? Ist ja egal, bei wem, ist ja nicht nur bei mir. Auch wenn ich bei meinem Vater gucke oder so. Der hat seine Schaufel, seitdem ich denken kann, hat er seine Anbaugeräte nie drinnen stehen gehabt. Sei es das Krokodilgebiss oder irgendwas anderes. Das ist einfach aus Platzgründen so. Was willst du da machen? Aber ihr habt schon recht, natürlich gerade solche beweglichen Teile, ne? Kistendrehgeräte sollen natürlich gerne drinnen sein. Weil das fängt natürlich auch sofort an, Rost anzusetzen. Ne? Das ist wohl so. Da werde ich jetzt mir ein Regal kaufen.
ein Schwerlastregal. Das werde ich mir aufstellen. Das kostet, bei eBay Kleinanzeigen steht es jetzt gerade drin, 900 Euro. Viel Geld. Ist auch viel zu groß, 11 Meter breit. Ich brauche eigentlich nur die Hälfte. Ich muss mal gucken, ob der vielleicht auch das Ganze teilen kann oder ob es da verschiedene Sorten gibt. Und dann halbes Geld, weißt du? Das wäre ja ganz cool. Naja, auf jeden Fall das dann aufgestellt. Und da dann schönes Dach drüber machen. Ich habe noch schön Trapezblech habe ich noch. Das da schön drüber, habe ich mir gedacht. Dann hast du ein Regal, du kannst die ganzen Sachen stapeln auf kleinsten Raum. Und den Mulcher sogar noch reinstellen, war so meine Idee. Und du hast es noch überdacht. Das wäre natürlich Premium, ne? Da bin ich jetzt gerade noch bei, am Gucken. Und das würde ich dann gerne hier aufbauen und dann wäre das, glaube ich, schon ganz cool. Ja, also wie gesagt, da bin ich bei. Da müsst ihr ein bisschen Nachsicht haben. Ich habe jetzt die Kabine unterm Dach, also abgedeckt. Und ich habe, jetzt ein bisschen, ich bin ja am Aufräumen, ne? Immer wieder und ne, dies, das, jenes, immer wieder machen und tun. Es geht halt noch nicht alles auf einmal, ne? Dann eins nach dem anderen. So, ich schließe jetzt einmal das Gerät an und dann geht es ab. Heiß und fettig, Vorsicht. Jawohl, passt gerade so, weil die Kiste ist 1,20 Meter breit mit dem Kistendrehgerät 1,30 mit dem Bügel. Das kommt gerade so hin, ne? So, und jetzt müssen wir uns hier reinknicken und das Kistendrehgerät umdrehen. Ich habe so ein bisschen Angst, tatsächlich habe ich Angst umzukippen. Erster Test damit. Ne? Kann ja sein, dass es völlig entspannt ist, aber ich denke erstmal schwierig, ne? Weil hier auf dem weichen Boden, ob es jetzt so klappt, weiß ich nicht. Ich werde mich mal positionieren und dann drehen wir mal. Mal gucken, was passiert. Dann war meine Idee jetzt, dass ich über einen Zaun reiche und das einfach drüber wegkippe, weißt du? Also ich werde jetzt nicht daran drüber halten können, weil ich ja auch hier platzmäßig nicht klarkomme. Aber vielleicht kann ich das ja so ein bisschen auskippen, muss ich mal schauen. Ich habe halt Angst, damit auf der Seite zu liegen. Ich weiß nicht, wie so ein Hoflader sich reagiert, wenn er was kippt. Keine Ahnung, gerade auf dem weichen Boden, das ist eigentlich nicht so cool. Nächstes Problem ist die ganzen Hühner hier. Die landen ja sonst unterm Schüttgut, das wollen wir natürlich nicht. Also muss ich jetzt Ableckungsmanöver starten, indem ich den Futter in die andere Ecke schmeiße. Ich glaube wohl, dass es klappt. Oder rauslassen. Ich glaube, rauslassen geht genauso gut. Lass es hier raus, schmeiß da hinten Futter hin und dann sind die verschwunden. Dann kann ich hier alles machen, was ich will. Alter, die haben meine ganze Kamera mit umgerannt. Total Wahnsinn. Ja, jetzt sind sie da, fressen und hier ist kein Huhn mehr drin. Haha, safety first, ne? Also dann lasse ich lieber ein bisschen eher raus und habe dafür kein Huhn unterm Schüttgut, ne? So. Da hängt hier ein Zaun drin, muss ich noch höher. Wie gesagt, ein bisschen mulmiges Gefühl habe ich dabei. Ich habe extra ja die Türen drin gelassen, falls was passiert. Gewicht raus.
langsam an, ne? Ah, die Töpfe müssen auch noch weg. Scheiße. Ja, Töpfe habe ich eben weggeräumt. So sieht es jetzt aus. Wie gesagt, kann auch sein, dass ich einfach zu ängstlich bin. Steht echt stabil, dafür hätte ich nicht gedacht. Auch beim Drehen merkst du eigentlich nichts. Ist ja auch klar, eigentlich dreht er sich ja mehr oder weniger um eine eigene Achse. Vielleicht ist es, wie gesagt, alles ein bisschen ängstlich. Aber bevor ich auf der Seite liege, bin ich lieber zweimal vorsichtiger. Ne? So, dann drehen wir den Rest mal aus. Bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden. Und fürs Protokoll, Hühnis sind jetzt draußen und Enno ist drin. Seht ihr wohl, das hat auch schon mal gut geklappt. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass das so gut funktioniert. Echt nicht. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen ängstlich gewesen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht, oder wie sagt man? So, dann hier mache ich jetzt die nächsten eben alleine und melde mich dann später wieder. So, nun wird es schon wieder gleich dunkel. Und dabei haben wir es 10 vor 3. Das ist der Wahnsinn. Nun will ich erstmal kurz die Erde ein bisschen abschieben hier. Ich hoffe mal, das kann man auch einigermaßen sehen. Das ist echt dunkel jetzt. Und hier 10 vor 3, ne? Naja, auf jeden Fall will ich das jetzt mal abschieben und zumindest so ein bisschen grob vorne mal ausprobieren, wie es dann läuft. Und dann mal so ein bisschen Sand drauf verteilen. Natürlich gehen da nicht die ganzen 7 Kubik rauf, ist ja logisch, sonst stehen die Tiere über den Zaun. Aber ja, das soll jetzt gehen. Und dann habe ich weiße Litzendraht bestellt. Das sollte eigentlich, glaube ich, morgen, heute oder morgen ankommen. Dann wird das ausgetauscht gegen das normale Draht, weil Fluchttiere, und das darf man oder soll man nicht, ich weiß nicht, ob man das nicht darf, aber soll man nicht. Das hier hatten wir jetzt ja noch, das muss ja auch alles schnell gehen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, bei den Landwirten, wo das vorher war, die waren ja beim normalen Landwirten, und da haben die auch keinen Litzendraht gehabt oder so, ne? Also keinen weißen Draht. Die haben ganz normal auf der Weide gestanden, wo vorher die Kühe waren, alles gut. Und auch in der Scheune, das war auch alles ganz normaler Draht da. Und die Tiere sehen das auch, also die sehen das wirklich und besser als ich sogar. Wo die das erste Mal hier waren, da war das ja auch so schummerig schon. Und dann sind die hier raufgelaufen und dann hat sie doch gleich, Amara gleich den Draht gesehen, früh genug, zack, stopp. Weil die ja so einen Respekt vorhaben vor dem Strom. Die sehen das, ne? Also die sind ja auch nicht blöd, die Tiere, ne? Da braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen. Nichtsdestotrotz machen wir da jetzt einen weißen Draht rein, dass die das dann noch besser sehen, obwohl es eigentlich meiner Meinung nach nicht notwendig ist, aber ist eben wie es ist. Genau, und dann kommt ja sowieso bald, das ist ja Provisorium, ne? Habe ich euch erzählt, das kommt ja demnächst alles gut und alles hübsch und so. Das ist ja nur, weil die Tiere jetzt weg mussten, sonst wären sie übrigens auch getrennt worden. Ne? Das eine Tier war schon vermittelt, das andere hätte dann, was weiß ich, wo es hingegangen wäre, ich weiß es nicht. Die sind Ewigkeiten zusammen, ihr ganzes Leben, und dann hätten sie jetzt auseinandergesollt. Ne? Also wenn wir die jetzt nicht genommen hätten, also von daher haben die schon was Gutes daran. Ne? So, ich hole den Hofleiter raus, Schaufel ist davor und dann geht es ab. So, wie gesagt, meine Mission ist jetzt eigentlich nur, oben die oberste Schicht, das Weiche mal so ein bisschen abzuschieben und das durch Sand zu ersetzen. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Muss ich mal gucken, ob das irgendwie harmoniert. Das war schon mal nix. Besser.
So, das funktioniert eigentlich relativ gut tatsächlich. Also ich ziehe hier mein weiches Material ab. Muss natürlich aufpassen, dass ich nicht zu tief komme mit dem ganzen Quatsch. Und dann werde ich das gleich mal durch Sand ersetzen. Nicht viel, eine Schicht. Und ich will ja nicht nicht jetzt auskoffern und sonst muss ich einen Bagger nehmen. Aber dass man ein bisschen Sand hat, ne? Schöner zum Laufen und dann können sie auch mal drin wälzen und so. Da haben die was von, ne? Amara hat sich jetzt gerade schon gewälzt. Ich glaube, der gefällt das. Und Betty ist auch am Schnüffeln. Und den Rest machen die jetzt sowieso gerade. Ich habe das jetzt ein bisschen gerade gehakt, ein bisschen gerade gezogen. Ihr seht, der Amara ist jetzt schon ganz gepudert von oben. Ne? Ja, ihr seid zwei Süßis, ne? Über den Zaun, das wollen sie nicht, weil dann haben sie Angst, ein Gewicht zu kriegen, was ja auch normal ist. Ne? So, dann wollen wir noch mal kurz gucken, was die Hühnis so machen. Wie sie das schon auseinandergekehrt haben hier. Ich meine, ich hatte das ja vorhin schon verteilt. Habe ich, glaube ich, gar nicht mehr gezeigt. Ne? Hat das aber schon auseinandergejagt. Aber die Hühner, die machen dann ihr Übriges. Ne? Übrigens, ich habe gegoogelt wegen Thuja. Ne? Nicht, dass ihr meint, um Gottes Willen, du schmeißt da Thuja rein. Erstmal ist Thuja für Säugetiere sowieso deutlich gefährlicher als für Vögel. Und Hühner sowieso gehen da auch gar nicht so bei. Ne? Also was für die nicht gut ist, das wissen die wohl. Und Thuja ist für die kein Problem, das weiß ich, weil wir nämlich schon mal Thuja gestreut haben. Das hat auch überhaupt gar nichts gemacht, weil das fressen sie auch nicht. Ne? Das wissen die, da sind Hühner scheinbar instinktiv schlau genug, sag ich mal, um zu schnallen, dass das nicht gut für die ist. Und wie gesagt, für Pferde zum Beispiel, für Ponys, da reicht es schon eine Handvoll und dann sind die hops oder krank, wie auch immer. Bei Hühnern ist das Gott sei Dank nicht ganz so. Ne? Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das ist kein Problem. Ne? Genau. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Beziehungsweise das Problem war, dass das hier so matschig war. Ne? Und die Hühner, die sind ja nur in der Matsche rumgelaufen vormittags. Und das wollte ich natürlich auch nicht. Das ist ja auch kein Zustand. Ne? Deswegen ist das, glaube ich, so eine ganz coole Lösung. Und ja, dann haben die Hühner das auch ein bisschen schöner. Und in 3 Tagen ist das Grüne sowieso weg. Dann ist das alles eh verlaufen. Gut, so, dann wollen wir dem mal ein bisschen Futter und Wasser noch geben. Und ganz wichtig ist, ich
weiß gar nicht, die Lampe hier oben drauf, die taucht gar nichts mehr vom Akku her. Kannst du das vergessen? Ganz wichtig ist, die Schlappen noch hoch machen. Sonst schlafen die heute Nacht da drin. Da habt ihr auch gesagt, ja, hier eine ist auch wieder, die macht das immer. Ne? Die liegt da immer zwischen ihr, ja, Katastrophe. Und dann braucht es immer 3 Anläufe, um da wieder rauszukommen. Das Ding tiefer legen, tiefer als die Legenester. Und das kommt auch noch, das werde ich auch noch machen. Das Ding wird auf jeden Fall tiefer gelegt. Ne? Das ist wohl so noch ein Pro-Tipp. In der Zwischenzeit sind noch ein paar Tage vergangen. Und was soll ich euch sagen? Es hat angefangen zu schneien bei uns. Ja, dann wollte ich euch eigentlich zeigen, wie schön die Hühner das verteilt haben. Nun kam der Schnee drüber und siehst natürlich nichts mehr. Aber ihr seht, die Hühner sind auch trotz Thuja noch alle quietschfidel. Überhaupt gar keine Probleme. Und so soll es auch sein. Und vor allen Dingen ist das Ganze jetzt deutlich trockener. Und man kann da vernünftig drauf laufen. Ne? Mann und Huhn kann auch vernünftig drauf laufen. So soll es auch sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und grüße euch aus dem Verschneiten aus Friesland. Also bis dann. Tschüss.